Hallo meine Lieben, hier ist wieder Valena und wir spielen eine Runde Stranded Deep. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Erstmal gehen wir schlafen und wie angekündigt werden wir auf jeden Fall weiter einen Orga-Tag machen, ne? Diesmal habe ich hier eine Runde Tee neben mir stehen, weil, ihr ahnt es, es ist kalt. So, genau, wir müssen noch ein bisschen was verräumen. Uns geht es halbwegs gut, also starten wir direkt, würde ich sagen. Worauf sollten wir auch warten? Ich möchte das hier hinter uns haben, damit wir dann direkt starten können mit unseren anderen Vorhaben der Wegorganisation diverser Artikel. Sagen wir es so. So, sehr schön. Wir werden uns dann auch direkt danach nochmal ein paar Äxte bauen, wenn wir durch sind, mit allem zerkloppen. Weil was weg ist, ist weg. Na? So. Noch mehr Holz. Noch mehr Holz. Und Holz und Holz und Holz. Sehr schön. Ich und mein Holz, ne? So. So, fallen lassen, die Geschichte. So, hier. Ein paar Stämmelis. Können wir das auch gleich wegnehmen? Ich laufe auch einen Müll gerade. Ja, ich bin gerade so im Orga-Flow hier. Irgendwie float es. Ach, guckt, die Sonne geht auf. Wir haben es echt geschafft, auf die Nicht-Sonnenaufgangsseite unser Haus zu bauen. Memo an mich, wenn ich irgendwann mal wieder Stranded Deep in einer zweiten Staffel spielen sollte, dann unbedingt auf solche Sachen achten. Weil das finde ich sehr ärgerlich. Ich hätte gerne den Sonnenaufgang auf der Seite. Also, fürs nächste Mal wäre gut, wenn man auf so eine Sachen achtet. Ei, ei. So, noch mehr Holz. Meine Güte. Ein bisschen Holz bringen wir dann. Mal gucken, was hier noch so, ob hier noch mehr Holz ist, wenn hier noch mehr so eine Dinger sind. Bringe ich die dann doch mal noch nach hinten, weil wenn wir jetzt hier so viele Regale bauen, dann ein bisschen Holz möchte ich da hinten noch haben. Ja, ne? Schon krass. Aber es float, immerhin. So, alle Kisten drauf. Sehr schön. Sehr schön. Und ich finde es auch immer noch sehr, sehr gut, dass wir noch nicht an unserer eigentlichen Insel dran waren. Im Sinne von abholzen, ne? Finde ich gut. So. No. Hier ist auch noch ein Halbleerer. Können wir den auch mal wieder füllen. Jawohl. Sehr schön. Gut, dann machen wir hier mal noch leer. Ach. Mann, ey. Ja, das ist immer, dieses Geräusch nervt mich dann doch irgendwie am Ende. Wie? Ein bisschen Bauholz hier lassen. So. Okay. Das sieht jetzt nicht mehr holzig aus, muss ich sagen. Wir haben es geschafft. Die Holzkisten sind leer. Leute von heute. Also irgendwie wirkt es jetzt auf einmal doch wieder gar nicht so viel. Aber vielleicht täuscht es auch. So. Schön. Okay. Ich meine doch, dass wir Kisten sogar bauen können, ne? Mal gucken. Ich muss hier leider nebenbei essen. Mich Hunger. Es ist nicht nur kalt, ich habe auch Hunger. Diese blöden Grundbedürfnisse, ne? Ich sag euch, ihr seid mitten in meinem Leben hier. So will ich das. Genau so will ich das.
Schön hier am Fließband Holz zerkloppen. Bauholz. So. Überlege. Wir können auch irgendwann mal wieder nochmal einen Hai jagen, aber die wollen uns ja hier nicht. So. Ich habe heute übrigens auch schon richtig gewirbelt hier. Schon die ganze Bude geputzt. Das ist hier wieder schön. Gesaugt, gewischt. Spüler ausgeräumt, Spüler eingeräumt, Spüler angemacht, Wäsche gewaschen. Ich sag's euch, ich war heute schon richtig produktiv. So in diesem ominösen echten Leben. Also, ein bisschen stolz auf mich. Naja, jetzt fängt es hier auf jeden Fall schon wieder an zu regnen. Ist das ätzend, ey. Falsche Taste. Aber warum es jetzt schon wieder so früh regnet? Ist auch doof. Na gut, dann haben wir vielleicht jetzt nicht gleich wieder dunkel, ne? Hm. Ist ja vielleicht auch gut. Hm. Ja, auf jeden Fall mal diese ganze Putzerei. Tatsächlich relativ anstrengend, weil es echt viel war. Da hat sich eine Menge angestaut über die Woche. Aber jetzt ist es nur noch unordentlich. Jetzt ist es sauber, aber unordentlich. Vielleicht kann ich ja die Motivation hochhalten und die Unordnung heute im Laufe des Tages noch angehen. Wer weiß. Frau Lauter, Essen die falsche Taste gedrückt. Mm. Mm. Ja. Leute, wir sind in den letzten Stämmen. Nicht in den letzten Zügen, wir sind in den letzten Stämmen. Ach, ist das ein Traum. Ein bisschen befriedigend ist es ja schon, wenn man das so durchkloppt. Ist so befriedigend in etwa wie meine Putzaktion heute. Hat ja so einen richtigen Flow. Und am Ende stehe ich in meiner Wohnung und denke mir, ach, Traum. Kann das nicht immer so aussehen? Kann ich nicht so einen kleinen Polterwichtelgeist haben, der das einfach immer so macht? Das wär's, sag ich euch. Keinen bösen Poltergeist, sondern einen guten Poltergeist, der einfach immer putzt. Oder ein, eigentlich habe ich auch schon oft überlegt, so einen, hier so einen automatischen Staubsaugerroboter. Mich dazu irgendwie immer noch nicht durchringen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich vermute irgendwie immer, dass das nicht so geil ist, wie ich es mir vorstelle. Dass er dann so über Schwellen nicht drüber kommt und so. Aber die Vorstellung, dass einfach immer frisch gesaugt, also das ist so meine Idealvorstellung, dass dann immer frisch gesaugt ist, die ist schon irgendwie nett, muss ich sagen. Das wär's. Aber vermutlich sind die nicht so gut, als dass ich dann am Ende zufrieden wäre. Oder sie fahren sich irgendwo fest oder so. Also das ist so ein bisschen meine Sorge, weswegen ich das Geld irgendwie noch nicht in die Hand genommen habe. Aber die Vorstellung finde ich schön. Vielleicht mache ich es ja irgendwann einfach mal. Ich meine, es machen ja eh, also machen ja schon viele. Das kann jetzt gar nicht so schlecht sein. Oder die sind einfach mit weniger zufrieden. Oder die haben irgendwie besser aufgebaute Wohnungen, Häuser, wo das nicht so sich festfahren kann. Weil ich habe echt die Vermutung, dass sich das hier bei mir über den Schwellen so festfährt. Ja, keine Ahnung. Irgendwie sind da die Überlegungen noch nicht so abgeschlossen. Mit unserer Schiene da. So. Alright. Holz ist erledigt. Ganz doll erledigt. Wir haben Durst und ein bisschen Hunger. Das werden wir mal direkt ändern. So. Na ja, mal die faserigen Blätter hier ab. Ernten.
Nee, ist noch nicht gut. Hier so auf der Insel die faserigen Blätter hier, die mal wegmachen. So, Bestandsaufnahme der Kisten. Genau, okay. Alright. Pflanzenkiste, 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 Pflanzenkiste. Wie besprochen werde ich die erstmal hier hinpacken. Ich möchte das nämlich jetzt dann endlich ordentlich haben. So, die kommt wieder aufs Boot. Da habe ich doch schon eine hier von. So eine Kiste. Habe ich doch hier. Ja. Mit des Klebeband. Ah, wo war die denn jetzt? Hier. Und so eine Kiste habe ich auch. So. Nicht rennen. Die ist schon wieder einfach weitergerannt. So, Klebeband. Und Nahrungsmittel. Okay, dann kommt ihr jetzt hier raus. Und dafür kommt das hier wieder neu. Sehr schön. Die Kokosnüsse, die können wir nämlich erstmal hier liegen lassen. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. So, gut. Alles klar. So, du kannst schon mal raus, kannst schon mal raus. Dann kannst du mit. Weil wir haben hier noch so ein Ding. Und das haben wir hier schon drin. Okay, gut. Wir müssen vielleicht auch noch mal gucken, was wir mit diesen ganzen Containern machen. Weil davon haben wir jetzt auch viele. Ich meine, es ist ja gut. Es gibt sicher schlimmer, nämlich dann letztendlich einen Mangel davon. Aber... ja, ja, ja. Passt das hier noch mit rein? Einmal, okay. Passt das hier noch mit rein? Ja, vielleicht. Mal gucken. Ja. Sehr gut. Motoren. Oh, Leute, es ist still. Das Gewitter hat komplett aufgehört. Das ist so schön. Ich finde dieses Gewitter nämlich unangenehm laut auf den Ohren tatsächlich. Ist das etwas lästig? Boah, hier sind auch noch so Dinger drin. Boah, nee, ey. So Kramskisten, ne? So. Gut. Rabarababar. Ich muss mal die Kisten ablegen, weil eine davon ist nämlich eine Kiste, die in jedem Fall da bleiben muss. Die kommt nämlich in die... genau, die bleibt hier vorne. So. Dann kommen die nämlich hier hin. Und hier und hier. Und du bist nämlich die Sperrkiste, ne? Mhm. So, du bist leer. Machen wir es so. Jetzt müssen wir hier nämlich mal gucken. Genau. So, das dachte ich mir nämlich. Ich muss mal hier mir überlegen, wie ich da jetzt rangehe. Genau. Eieiei. Die müssen wir auch nochmal zusammenstampfen. Das macht keinen Sinn. Da sind viele Sachen zu viel drin. So, dann kommst du. Und du. Das ist nämlich die andere. Genau. Die packen wir jetzt alle um. Um und ein. Was? Was? Ich hab gepennt. So, okay, gut. In Ordnung. Wir bleiben einfach mal ruhig. Ach, hier ist noch eine Axt. Warum ist denn da noch eine Axt? Naja, gut. Ist alles in Ordnung. Machen wir so. Machen wir mal eben schnell. Witzig. So. Kein Problem. So, dann sind die nämlich leer. Zack. Außer hier unten diese... ach, guck mal. Sharky ist wieder am Starti. Wow. So. Hallo, bist du da? Ja, da ist er. Guck mal. Bestimmt spannend, ne? Ich werde ihn aber nicht angreifen. Ich habe jetzt zu tun. Außerdem haut ihr schon wieder rein. Bisschen cool. Hallo. Ach, hi Musik. Dich gibt's noch. Schön. Herzlich willkommen in die Hi Musik. Ohne Hi. Ich hab's gesagt. Ich gehe ins Wasser. Und der Hai ist weg. Nee, da ist er. Hello again. Hallo? Ja, lass das mal, ne? Komm mal nicht so nah.
Okay. Genug das Schicksal herausgefordert. Ich habe auch gar keinen Bock, den jetzt zu jagen. Weil ich überhaupt nicht wüsste, warum. Also, macht gerade überhaupt gar keinen Sinn. Essen und so haben wir nämlich genug. Deswegen darf er gerne seine Bahnen ziehen. So. Ich sehe den Wald vor lauter Palmenwedel nicht. Ja, okay. Alles klar. Ist der eigentlich voll, der Kollege? Ja. Aber hier seid ihr auch hier, ne? Ja, auch voll. Krass, okay. Okay. Dann bleibst du hier. Und da sind auch nochmal grüne. Also, wir brauchen auch, glaube ich, langsam keine Palmdinger mehr mitnehmen. Weil davon haben wir auch bei weitem genug. So. Okay. Oh. Die sind alle leer. Wir haben ein leeres Kisten, also ein Floß mit leeren Kisten. Und packen jetzt diese Kisten hier um. Okay, warum ist da Holz drin? Manchmal verstehe ich mich nicht. Wahrscheinlich, weil da Platz war. So, die Sperrkiste bleibt, wie sie ist. Die Trankkiste bleibt auch, wie sie ist. Wir brauchen aber nicht so viel Tau und nicht so viel Leder. Denn wir haben hier auch noch Leder. Wisst ihr, wir machen die Plätze voll. So, das ist in Ordnung. Das machen wir so. Okay. Wir brauchen einmal Planken weniger. Ja. Reicht auch. Die brauchen wir eher hier. So, was ist hier gewesen? Nix. 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 Okay. Die lassen wir mal drin für den Fall, dass wir uns einen Trank machen müssen. Das kommt raus. Und einer kommt auf jeden Fall mit. Für den Fall, dass wir mal am Floß was rumwerkeln wollen. Das ist vollkommen in Ordnung. Äxte. So, ich habe hier noch eine Axt, die packe ich dann da gleich wieder mit rein. So, hier liegt auf jeden Fall schon Tau. Das kommt mal eben dazu. So, jetzt habe ich hier viermal Leder. Ich habe hier eine Hammerkiste gehabt. Da kommt erstmal der Haar. Kommen die Hämmer schon mit rein. So, dann kommt hier erstmal noch eine Planke dazu. Und die Lichter lagere ich auch erstmal hier. Alles klar. So, dann schmeiße ich mal eben die Axt weg und nehme die Axt auf, um mal zu gucken. Die ist auch schon voll im Arsch, ne? Wisst ihr, wir stellen einfach mal eine gute neue her. Dafür brauchen wir 3 Steinwerkzeuge, 1 Tau, das habe ich hier. So, hier müsste ich jetzt eine normale Axt hinkriegen und dann eine gute Axt. So, die knalle ich dann jetzt direkt in die Kiste. Dann ist sie nämlich wieder vollzählig. Hammer. Ja, dann habe ich sogar noch einen Platz frei, wo wir was Werkzeugiges zupacken können. Essen, trinken, Planken. Rohstoffe. Kampf. Rohstoffe. Rohstoffe. 1, 2, 3, 4. Okay. Kampf. Tränke. Dann kommt das hier. Moment. In die Trankkiste mit rein. Genauso wie der Verband. Der war hier. Okay. Genau. Rohstoffe. Essen, trinken. Werkzeug. Kampf. So. Rohstoffe. Gut. Es bleibt hier dabei. Dass die Sachen hier hinkommen. Es wird schon wieder dunkel, ey. Ich friemel mich hier dumm und dämlich. Okay. Essen, trinken. Tränke. Verbandszeug. Werkzeug. Dann Rohstoffe und Kampf. Gut. Sehr gut. Und die war leer. Und damit ist das Floß fertig. Freut mich ein bisschen. Jetzt trinke ich hier mal einen Schluck. Mm.
Super. Sonne geht unter. Ich nerv mich schon wieder. Können wir nicht mehr richtig bauen. Egal. Jetzt hier, genau, verkloppen. Wegkloppen. Wie angekündigt, das war eine reinere Orga-Folge. Ich meine, ist ja auch schön, ne, wenn man dann so planbar bleibt. Gibt sicher Schlimmeres. Aber okay. Dann müssen wir eigentlich auch noch die ganzen Palmdinger da hinten clean machen. Könnten wir eigentlich mit dem Licht mit rübernehmen und dann hauen wir uns da in dem Wald noch mal ein bisschen klein, wenn es jetzt dunkel wird. Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. So. Sehr schön. Joa, voll. Habe ich hier schön dumm die ganzen Sachen hingelegt, weswegen ich jetzt nicht nur schwerlich. Gucken, ob das doch noch passt vielleicht. Oder ob das einfach im Leer. Es liegt halt einfach im Weg. Naja, gut. Ist dann halt so. Bauen wir halt unsere Sperrgewehrpistole einfach ein. So. Sehr schön. Ah, zack, sind die Lichter an. Auch nett. Sehr gut. Okay. Bauen wir jetzt noch Äxte nach. Wir haben eigentlich genug. Ich muss das jetzt nicht alles immer nachbauen. Das ist halt auch ein bisschen albern irgendwie. Die Kisten hier waren auch voll, ne? So, thematisch gehört Leder trotzdem hier hin. So, läuft. Genau, die Blechkisten räume ich auch mal direkt in die Hütte. Dann sind sie nämlich weg. So. Zack. Sehr schön. Genau, du bist nämlich auch leer. Die bringe ich mal nach oben, glaube ich, die leere Kiste. Genau, hier hinten war die Fleischkiste, Blechkiste. Schmeiße ich mal die hier oben hin. Ich werde sie vergessen. Wir wissen es alle, dass ich die vergessen werde. Ne? Das ist uns allen bewusst. So. Anzündholz. Moment, das nehmen wir nämlich schön mit hier. Wir haben nämlich noch Platz in unseren Kisten. Ich weiß jetzt nicht, ob in der Werkzeugkiste. Nee. Aber in der Rohstoffkiste war noch Platz für die Geschichten, weil ich muss das auch nicht immer bauen. Das ist halt auch Quatsch. So, jetzt habe ich gesagt, was wir hier machen. Alright. Auf geht's da. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hier. Geht ja auch nicht klar, ne? Joa, das ist doch mal meditativ hier mit unserer Drama, melancholischen Die Nacht bricht herein Musik. Einfach noch so ein paar Palmen wegzukloppen. Schön. Machen die auch gleich weg. Weil so dabei sind. Ist das doch nett. So. Wunderbar. Wunderbar. Ich habe übrigens Kuchen gekauft. Den werde ich auch gleich mit einer Freundin essen. Der wird lecker. Das wird auch gut. Ja, jetzt ist halt schon wieder immer wieder dieses Suchen, dass da auch Palme steht, weil schon wieder überall Palmwedel rumliegen. Palme. Läuft. Ach ja, dann nehmen wir halt schon wieder noch ein paar auf und dann sehen wir die Palmen wieder. Sehr gut. So. Sehr gut. Ach, ist das nicht eine schöne Musik? Wir kommen gut voran hier. Das ist schon schön. Ach ja.
sind voll. Irgendwie fahre ich gerade so richtig runter. Ich werde sogar müde von dem Rumgemache hier und von dem Rumgesäusel. Alter Faller. Okay. Sehr gut. Ach ja. Kann man machen. Oh, dann können wir eigentlich auch die andere noch gleich mit wegmachen. Die Kisten leer machen. Oh ja, das machen wir. Ich weiß zwar gerade nicht, wie spät es ist, aber ihr müsst mir jetzt noch dabei zugucken, wie ich hier die Palmen klein mache. Irgendwie fährt mich das gerade so richtig runter. Ah, das ist gut. Das ist wirklich gut. So, ich hoffe, hier ist noch ein bisschen Platz. Nee, natürlich nicht. Aber hier. Mal schön nachlegen. Ah, irgendwie... Das ist gerade gut. Das ist wirklich gut. Das fährt mich so richtig schön runter. So was Meditatives. Ach ja. Außerdem weiß ich ganz genau, dass man das richtig gut sieht, wenn das hier alles weg ist. Weil das nämlich so krass voluminös ist und jetzt dann gleich nicht mehr. Wir können Wasser machen, wir können da können wir sogar damit den Grill befeuern. Oh, schön. Mui schön. Krass. Wie viel haben wir denn noch, ey? Krass, okay. Ach ja. Schon wieder voll. Boah, ist hier gerade... Meine Nachbarn waren gerade laut. Ich habe mich voll erschrocken, weil ich dachte, das wäre im Spiel. Ist ja kurz der Entspannungsmoment weg gewesen. Werde ich mal trotzdem Feierabend machen. Ja, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Und beim nächsten Mal machen wir die Palmen klein. Und dann ist schön, dann ist die Folge wieder so lang. Bis dann.